Jo Leute, was geht ab? Hier ist mal wieder euer Torwänzchen am Start. Und heute werden wir eine Runde Fortnite Albträume spielen. Ja, und ich denke mal, das wird eine ganz chillige Runde. Wir werden so einfach irgendwo nirgendwo landen. Auch mal richtig überleben und ja, hoffen, dass es halt eben den einen oder anderen Kill hergibt. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert mich jetzt nochmal, um nichts zu verpassen, und aktiviert einfach mal die Glocke, denn ohne Glocke geht's einfach nicht. Und ja, wenn ihr wisst, wo eigentlich diese Wasserspeier sind oder was das sind, ich habe davon keine Ahnung. Nur ein Freund hat mir das geholt und da war ich irgendwie, ja, weg. Und also ich konnte es nicht sehen und ich habe nicht nachgefragt. Er hat mir auch nicht Bescheid gesagt und ja, deswegen schreibt mal in die Kommentare, wo ich die finden kann. Weil Wasserspeier, das sind ja doch so irgendwie Fontänen. Sind die bei Loot Lake? Ich schreib, könnt mal. Oder sind das irgendwie so Toiletten, die so hochjumpen? Also das, wo das Wasser rausspringt? Oder ist es einfach nur so ein, wie nennt man das? So ein Vogelteich. Genau. Oder ist es sowas? Oder hat das ein ganz bestimmtes Design? Macht das einen Sound? Ihr könnt mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wo sich die alle befinden. Und ja, ich denke mal, dann habt ihr und ich auch was davon, dass, wenn ihr das macht, bekommt vielleicht den einen oder anderen Tag, oh nice, eine Diegel, mehr Videos. Und das ist doch geil, oder? Also ich würde es auf jeden Fall geil finden, denn ich meine, 2 Videos, Alter, da kannst du doch nicht nein sagen. Sag mal ganz ehrlich, geht doch nicht. Jedenfalls halt, wenn ihr wahrscheinlich seid, die besten Spieler auf der Welt. Genau, die besten Spieler der Welt gucken mir auf jeden Fall zu. Nein, Spaß. Kann ja sein, ne? Auf jeden Fall liked auf jeden Fall mal dieses Video, denn es gibt mir wieder immer wieder Mut, immer wenn ich sehe, dass es euch gefällt, dann gibt es mir immer wieder Mut weiterzumachen. Oh mein Gott, Boy, der muss sich auch gerade nur so denken, so womit habe ich das jetzt verdient? Oder, ne Leute, wir setzen den Biggie ein. Den guten neuen Biggie. Ja, ihr seht auf jeden Fall, ich bin nicht sehr gut, was Aufgaben angeht. Und, Alter, was ist das? Ich sollte mal dringend mein Dings reparieren, mein Schrankchen. Mein Schränkle. Oh, mein Schränkler. Denn das poltert irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob das der Wind ist, kann man den hören? Denn ich habe gerade bisschen leicht das Fenster offen und ja, deswegen kann es sein, dass die Tür oder dass sie selber macht, weil sie kaputt ist, dass sie immer manchmal hoch und dann zur Seite kracht. Also bitte Leute, schreibt in die Kommentare einfach mal, wenn es brutal nervt. Ist einfach zu schlimm, finde ich das bei mir schon.
Alles klar, Leute, wo kommt? Wahrscheinlich, Bruder, muss los! Alter, was hat der denn für Probleme? Junge, was ist denn das? Okay, alles klar. Ey, Junge, asozialer kann man ja wohl nicht sein. Okay, eine Runde spielen wir jetzt noch, Leute, und dann war es auch mit dem Video, denn es ist gerade mega spät abends und ja, deswegen ist es ungünstig. Und ja, deswegen. Ich bin auch komplett müde. Ich habe gerade noch mit mega vielen Freunden gespielt. Denn hier, da seht ihr diese Tanze vor verschiedenen Wasserspeiern. Wo sind die? Ansonsten gucke ich einfach mal auf YouTube nach. Ich finde diesen Hängler da noch so geil. Ja, moin, da gibt es auch 6 Aufgaben. Hier ist 4. 4. Ja, ich habe gerade gegähnt. Normal halt, wenn man lange auf ist. Und mir fällt gleich noch was ein, was ich gleich machen müsste. Ich sollte mal mein Handy anstöpseln. Ja, genau. Mein Handy anstöpseln. Ja. Ja, ich hoffe. Ich weiß, die Frage kommt jetzt ungünstig, aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr irgendwie, wo ihr in den Herbstferien wart, für die Leute, die noch gerade Ferien haben oder waren. Sagt mir einfach, wo ihr in den Ferien wart oder ob ihr überhaupt in den Ferien wart. Also halt eben im Urlaub, in den Herbstferien. Denn ich war in Mecklenburg-Vorpommern. Auf Usedom und da sind wir dann mit dem Auto und dann den Rest zu Fuß über die polnische Grenze gegangen. Da gibt es so einen kleinen Abteil von Polen, der so über Usedom verläuft und da sind wir dann rüber gegangen und war mega cool. Wir waren auf dem Polenmarkt, ich habe mir ein paar Sachen gekauft, wie so eine Fortnite-Federmäppchen oder eine Hose oder ein Shirt. Aber naja. Man muss es halt eben auch mal tun. Es war sehr günstig. Aber ich trage jetzt zum Beispiel auch die Fortnite-Hose, weil die einfach mega fluffig ist. Und ich finde es ganz cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ganz cool. Haben jetzt zwar nicht die beste Qualität, aber Leute, wer interessiert sich denn schon für Qualität? Ja, jetzt müsste ich ja nicht so ein Foto von mir einblenden, aber ja, ja, genau. Oh, da sind sogar, das ist sogar ein Ring. Wusste ich gar nicht, dass da ein Ring ist. Fuck it. Ich wollte gerade so tun, als wäre ich Ninja. Ja, als wäre ich Ninja, ne? Als wäre ich Ninja. Boah, Jung. Yo. I'm Ninja. So, Digga, Junge, nerv mich. Nicht sein fucking Ernst. Krasser Boy. Ich bin ganz lieb. Tschüss. So. Ich kann jetzt mal meine ganzen schönen Waffen hier sortieren. So. Und tschüss. Die kleinen Frechdechse. Ja, ihr seid so richtig, richtig kleine Echsen, Alter. Muss man euch mal bestrafen.
Nein, da oben ist eine grüne AE. Der Typ hatte ja aber auch nichts auf der Reihe, den ich gerade gekillt habe. Denn er irgendwie wurde der. Alter Junge, warum benutzt du auf die Entfernung ein Drecksdings, eine Drecks Heavy Sniper? Für alle, die gerne Heavy Sniper spielen, ich spiele sie gerne und ihr wisst, wie ich es meine. Es ist zwar einfach nur dumm, zu schießen auf der Entfernung, denn er hatte einfach eine Maschinenpistole und damit hätte er mich eher kriegen. Damit hätte er mich schon mehr Damage machen können, als mit der Heavy Sniper mich das Risiko einzugehen, mich zu treffen. Denn okay, da oben ist eine Diegel. Oben ist ein Männchen. Wir nehmen jetzt die Diegel und nehmen die damit auseinander. Okay, Leute, das ist der Plan. So, der beste Plan, den ich zwar je hatte, aber Alter, wir haben den ja sein Leben anders rasiert. Junge, haben wir sein Leben rasiert oder haben wir es rasiert? Mal ganz ehrlich, ich glaube, wir haben es mega hart rasiert. Der muss auch nur so denken, alles klar. Der arbeitet bei Gucci Bratan. Alter. Was für eine Flachzange. Jetzt können wir uns erstmal unsere schöne Heavy Sniper wieder und dann fällen wir diesen Baum runter. Könnt auch mal schreiben in die Kommentare, nur mal so halt, auf welche Schule ihr geht. Alles klar, er geht natürlich in den Moment, wo ich schieße, geht er auch genau weg, ne? Genau. Junge, ey, ich will den Typen jetzt snipen, ist mir jetzt egal. Lauf und ich komm. Alter, ich hab irgendwas im Hals. Der denn so schnell schießen? Und ich würde deshalb sagen, das war's mit dem Video, Leute, und ciao, Leute.